Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Vorab, entschuldigt bitte die Lichtsituation. Ich habe es total verpennt, in Tageslicht zu drehen und das Video ist schon eine Weile fertig, weswegen ich das dann auch langsam mal hochladen wollte. Deshalb sieht das jetzt hier so aus. Soll uns aber nicht weiter stören. Wie im letzten Video schon erwähnt, geht es heute um einen Auftrag und zwar habe ich Schuhe bekommen, die ich bemalen soll und das habe ich in der Form noch nie gemacht. Deswegen habe ich mir überlegt, euch vielleicht ein bisschen mehr in den Prozess mitzunehmen. Normalerweise ist es so, dass ich ein Video drehe, bearbeite und dann ein Voiceover drüber lege. In diesem Video gibt es aber kleine Zwischenergebnisse und Kommentare, die eben zu diesem Zeitpunkt entstanden. Das heißt, ich wusste vorher noch nicht, wie das Ganze wird. Ich hoffe, euch gefällt diese kleine Änderung. Vielleicht kann ich das ja mal öfter machen. Ich persönlich finde es einfach ein bisschen spannender, so meine Reaktion zu haben, ohne zu wissen, ob das am Ende gut wird oder nicht. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach direkt an. Ich sitze jetzt gerade an meinem Schreibtisch. Vor mir habe ich die Schuhe, die ich bemalen werde. Und zwar sind das diese Nike Air Force One. Wer die nicht kennt, das sind die Dinger hier. Und ich finde, die eignen sich echt gut zum Bemalen. Das haben ja auch schon mehrere gemacht. Ich allerdings noch nie. Deswegen habe ich ein bisschen recherchiert, wie man das Ganze macht, ob man irgendwas beachten muss oder spezielle Farbe braucht. Fakt ist, Acrylfarbe ist krass. Damit kann man ungefähr alles bemalen. Ich war gerade noch mal im Kontakt mit der Person, die diese Schuhe dann am Ende kriegt, habe mir alle Wünsche aufgeschrieben und die ersten zwei Schritte sind, die Schuhe zu reinigen und dann den Entwurf mit Bleistift draufzuzeichnen. Das machen wir jetzt. So, nochmal ein kurzes Bevor, damit ihr auch wisst, wie die so von Namen aussehen. Und dann, wie gesagt, ist der erste Schritt, die dann zu reinigen. Das mache ich mal wieder mit meinem Lederreiniger. Und ab diesem Punkt ist es einfach ein richtiges Must-Have geworden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den schon benutzt habe. Also wenn ihr öfter mal Sachen malt, ist so ein Lederreiniger eigentlich eine ziemlich gute Investition. Der wäre jetzt auch nicht so super teuer. Ich denke so 5 Euro oder so. Genau, weiß ich nicht mehr. Schon eine Weile her. Ich habe die Vorskizze schon gemacht, das Ganze soll ein Riesenrad werden. Ich hätte das auch gerne aufgenommen, aber ich musste da mehrmals nochmal neu anfangen. Es lässt sich sehr gut auf dem Schuh radieren und bei der Vorzeichnung würde ich euch einen relativ weichen Bleistift empfehlen. Also so vielleicht so 6B oder so, ich denke, den erkennt man ganz gut. Also, die silbernen Speichen sind jetzt fertig. Jetzt muss ich noch die Gondeln machen. Das Ganze soll schwarz umrandet werden und dann ist der schwierigste Teil davon fertig. Leute, fuckt my life! Es ist die falsche Seite! Es ist jetzt von innen, ich doofe Nuss. Es muss eigentlich hier drauf sein. Ah, also kann ich das Ganze noch einmal komplett von neu machen. Oh. Fast weggekriegt. Ich gehe da später nochmal mit meinem Lederreiniger rüber. Und jetzt mache ich das Ganze einfach auf der richtigen Seite. Jetzt auf der richtigen Seite hätten, kann ich jetzt auch endlich die Gondeln machen. So, das war tatsächlich auch wieder ganz schön anstrengend. Ich würde euch empfehlen, einfach größere Motive oder flächendeckendere Motive zu benutzen, also wo man einfach mehr ausmalen kann. Es war nämlich schon echt komplex und da musste man eben wirklich genau sein, besonders bei der schwarzen Umrandung hier. So, der nächste Schritt ist, eine ganz schöne Menge blau zu machen. Einmal muss das hier komplett blau, das soll blau werden und der hier an der Seite auch. Dann würde ich mal sagen, fangen wir damit an. Hier ist ganz einfach Geduld gefragt, denn es dauert ein bisschen, bis die Farbe da deckend drauf ist. Das waren hier jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Schichten. Und was ihr machen könnt, um die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen, ist zwischen jeder Schicht die Farbe trocken zu föhnen. Dann ist die Farbe eben trocken und man kann weitermachen. So habe ich das zwischen jeder Schicht gemacht. Das Problem, was ich aber hierbei hatte, ist, dass man noch ein bisschen die Pinselstriche sehen konnte. Also müsst ihr wirklich versuchen, so dünn wie möglich das Ganze aufzutragen und vielleicht auch mit dem größtmöglichen Pinsel, damit man eben so weit wie es geht diese Pinselstriche verhindern kann. Kurzer Zwischenstand, das ist fertig, vorne ist fertig und die Innenseite. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch hier machen, denn hier kommen die Initialien hin und das wird blau. Also legen wir los. Das Ganze habe ich off-camera gemacht, weil ihr euch vielleicht vorstellen könnt, dass das ganz schön anstrengend war. Auch hier kann man das jetzt gar nicht so super sehen. Also ich habe die Buchstaben eben ausgemalt. Das hat auch ein paar Schichten gebraucht und dann das Ganze in Silber umrandet. Und dann war ich eigentlich auch fertig mit der Bemalung.
Das Ganze kann man dann wieder fixieren, da benutze ich aber nicht meinen Lederlack wie sonst, den pinselt man ja auf, sondern einen normalen Sprühacryllack. Ich fand, dass Sprühen hier sinnvoller war, weil es das Ganze gleichmäßiger aufgetragen hat. Ich habe da auch eine ganz schöne Menge raufgesprüht. Ich muss sagen, es sieht eigentlich sehr vielversprechend aus. Es hat jetzt auch einen leichten Glanz, wie man vielleicht erkennen kann. Und das sind die fertigen Schuhe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.